Leute, es ist soweit. Wir schreiben den 16.01.2023. Heute um, ich glaube ja, 0 Uhr wurde die erste Folge der neuen Serie The Last of Us ausgestrahlt. Und ich bin gehypt, sein Urgroßvater, denn ihr wisst es, ich liebe Zombies, wir alle lieben Zombies. Und The Last of Us in einer Serie, oh mein Gott, ist das geil. Aber was ich genau von der Serie halte, was meine Pros und meine Kontras sind und wie ich auf die ganze Serie in Bezug auf die Zukunft denke, das gibt es in diesem Video und deswegen heiße ich euch erstmal herzlich willkommen zu einer neuen Folge von The Last of Us, die Serie ist draußen und ihr werdet es richtig erkannt haben, ich mache das erste Mal ein Recap von den allen Folgen. Das habe ich mir vorgenommen. Ich werde zu jeder Folge ein Recap machen. Und da ich heute, Tag der Aufnahme zumindest, die erste Folge gesehen habe und das Recap direkt mit frisch im Kopf aufnehmen wollte, sitze ich nun hier. Und ich muss sogar gestehen, ich habe die Folge sogar tatsächlich zweimal geguckt, weil ich sie einmal geguckt habe für Emotionen und einmal geguckt habe für Details. Aber bevor ich anfange, möchte ich hier natürlich sagen, es ist ja ein Recap. Ich rede hier über die Serie, ich rede hier auch ein bisschen über das Spiel. Das heißt, Spoilerwarnung ist an der Stelle einmal rausgegangen. Falls ihr die Serie noch nicht gesehen habt oder komplett reingehen wollt, seid ihr mit gewarnt, es wird ein paar Spoiler hier und da geben. Und ja, was soll ich sagen? Die Serie ist bis jetzt Folge 1 einfach nur geil. Oh mein Gott, also es gibt ganz, ganz wenig Punkte, die ich zu kritisieren habe und unfassbar viel, was ich zu loben habe. Aber fangen wir erstmal vorne an und reden wir über die Schauspieler. Pedro Pascal als Joel ist und bleibt wahrscheinlich die beste Entscheidung für einen Cast in einer Real-Life-Serie. Es war wohl also göttlich, wie er diese Rolle spielt. Es ist perfekt. Die deutsche Synchro ist auch unfassbar gut in jedem Belang. Es gab keine deutsche Synchronsprecherrolle, die ich irgendwie, wo ich gesagt habe, ach nee, kommt nicht so das Feeling rauf. Alle sehr, sehr stark. Alle sehr, sehr nah am Originalen des Spiels. Ich bin mir jetzt nicht sicher, ob da einige Stimmen vielleicht sogar wirklich aus dem Spiel sind. Ich meine nicht. Sie hören sich aber verdammt ähnlich an. Und was soll ich sagen? Er hat Joel einfach perfekt gespielt. Es ist einfach... Ich weiß nicht, was ich sagen soll. Es ist perfekt, die perfekte Rolle. Es ist perfekt, einfach so wie es ist. Sein Aussehen, seine Art, sein Charakter, alles Mögliche. Er hat es perfekt rübergebracht. Dann hätten wir noch Bella Ramsey als Ellie. Am Anfang war ich ein bisschen zwiegespalten, denn ich fand, das Aussehen passt nicht so 100% zu der Ellie aus dem Spiel. Natürlich ist sie auch nicht dieselbe Person. Duh. Aber ich bin, je öfter ich mir die Trailer angeguckt habe, immer mehr dachte ich mir so, okay, ja gut, es passt doch schon irgendwie. Also es ist natürlich nicht die Ellie aus dem Spiel, aber es ist auch nicht der Joel aus dem Spiel. Aber ich muss auch hier sagen, die schauspielerische Leistung hat mich dann zu 100% überzeugt. Sie hat Ellies Charakter wirklich 100% perfekt getroffen. Die Szenen, es gab in der ersten Folge nicht so viele Szenen mit ihr, aber die Szenen, die es gab, war genau im Prinzip in einer Folge, wurde perfekt gezeigt, wie Ellie ist. Und zwar zum einen dieses freche, ich sag mal leicht nervige, aber halt auch so schon so mit Charakter irgendwie dahinter. Aber zum einen auch noch halt dieses Kind, so was halt ein bisschen Emotionen auch zeigt und ein bisschen spielerisch unterwegs ist, aber halt auch schon sehr erwachsen, weil sie halt in dieser Zeit der Zombie-Apokalypse nun mal aufgewachsen ist. Wie gesagt, grandios gespielt, einfach perfekt. Es hat mich zu 100% überzeugt. Jede Szene mit Ellie war einfach perfekt. Kommen wir dann noch zu Anna Torv oder Anna Torv. Ich bin mir da nicht ganz sicher. Ihre Rolle als Tess war auch schon sehr stark und auch da die Synchronstimme einfach im Deutschen perfekt, wirklich perfekt getroffen eigentlich. Und an sich, ihre Rolle stand jetzt in der ersten Folge sehr gut. Sie trifft 1:1 ins Schwarze auf die Spiele zu. Aber es gibt da ein Manko und das ist die Schauspielerin an sich. Mit dieser Schauspielerin verbinde ich eine Sache und das ist Fringe. Für die Leute, die Fringe nicht kennen, ist eine FBI-Serie mit übernatürlichen Dingen. Kann man auch mal ein Video zu machen, wenn es euch interessiert, schreibt es gerne in die Kommentare. Aber an für sich ist das die einzige Rolle, mit der ich diese Schauspielerin verbinde. Deswegen hat es sich ein bisschen komisch angefühlt. Kann aber ja weder die Schauspielerin noch die Serie was für. Das ist ja einfach nur mein Kopf, der da reinspielt. Aber auch wie gesagt, hier hat sie perfekt, Test perfekt rübergebracht. Also jeder Charakter, der gezeigt wurde, ich habe jetzt nur diese drei hier rausgesungen, weil die Hauptrollen bis jetzt gespielt haben. Jeder Charakter, der in dieser ersten Folge gezeigt wurde und auch, ich sag mal, Text hatte, wichtigen Text, war einfach perfekt für mich. Es war einfach linear perfekt. Es gab nichts, woran ich irgendwas auszusetzen hatte. Gehen wir mal auf den nächsten Schritt und das ist überhaupt das allgemeine Design der Serie. Ich finde, die Serie ist wunderschön gemacht. Also die Special Effects im Sinne von Großstadtaufnahme, es wird ja wahrscheinlich CGI gewesen sein am Ende der Folge, aber auch die, ich sag mal, die echten Effekte wie diese Blätter, also die Ranken an den Laternenmasten und alles Mögliche. Die ganze Stadt, wie alles aufgebaut ist. Auch die Details bei der ersten, ich nenne es mal
Zombie-Leiche, die man da sieht. Es sieht so unfassbar gut aus. Es ist einfach wunderschön und es, also man hat halt wirklich das Gefühl, man ist original im Spiel drin. Wo ich dann direkt auf den nächsten Punkt eingehe. Bis jetzt sind sehr viele Szenen gewesen, oder was heißt sehr viele? Nee, gut viele Szenen gewesen, die wirklich einfach eins zu eins aus dem Spiel genommen wurden und übersetzt, also einfach in die Serie gepackt wurden. Zum Beispiel, wie Sarah Joel ihr Geschenk gibt, sein Geschenk gibt mit der Uhr und sagt, ja, hier, womit hast du das Scavenging? Ja, ich verkaufe Drogen, ich deal mit harten Drogen. War ja im Prinzip der Text eins zu eins. Ellie, wie sie zu Joel sagt, deine Uhr ist kaputt, und noch viele andere Sachen waren einfach wirklich eins zu eins. Wo ich nämlich dann direkt zu dem nächsten großen Punkt gehe, und zwar, diese Serie ist perfekt gemacht für sowohl die Fans der Spiele als auch Leute, die gar nicht wissen, dass das auf einem Spiel basiert. Diese Serie kann jeden mitnehmen, weil es wird auch einfach gut erklärt. Komme ich gleich noch genauer drauf zu. Ich will gleich ein bisschen noch auf die Story halt eingehen. Es ist ja nur mal ein Recap. Ja, und dann komme ich jetzt mal ganz kurz zu den Punkten, die mich ein bisschen gestört haben. Das sind eigentlich zwei Punkte nur. Das eine ist mir tatsächlich gerade eben erst wirklich aufgefallen, wo ich nochmal hier drüber nachgedacht habe, bevor ich mich vor die Kamera gesetzt habe. Und zwar, Joel hat noch keine Gitarre in der Hand gehabt. Das finde ich irgendwie ein bisschen komisch, weil das war doch so mitunter das Markenzeichen von The Last of Us irgendwie. Also irgendwie hat mir das bis jetzt noch gefehlt. Vielleicht kommt es noch, vielleicht nicht. Aber irgendwie ist mir gerade aufgefallen, das ist eigentlich dumm, aber irgendwie hat es gefehlt irgendwie. Und der zweite Punkt, der ja auch schon bestätigt wurde, bevor die Serie rausging, das stand jetzt und wahrscheinlich auch bis zum Ende, bis im Endverlauf der Serie, die Sporen keinen, also nicht vorhanden sind. Kein Ding sind so. Und das finde ich ein bisschen scheiße, weil das hätte nochmal ein bisschen mehr Dynamik mit den Masken halt auch reingebracht, wo man ja auch dann sieht, dass zum Beispiel Ellie ja keine Maske braucht, weil sie ja immun ist. Und da auch hierdurch quasi gezeigt wird, dass Ellie ja immun ist, wirklich, da sie keine Maske braucht, finde ich, ist das so ein kleines Ding, das halt irgendwie ein bisschen gefehlt hat. Vor allem auch, weil dadurch, finde ich persönlich, ein bisschen Gefahr in der Serie auch weggeht. Wenn man sich auf die Spiele bezieht, ist ja die Sporen allein schon eine riesige Gefahr, in Anführungsstrichen, für die Charaktere. Aber leider geht das halt hier in der Serie flöten. Ist natürlich jetzt nicht schlimm, aber ist so ein kleines Ding, wo ich denke, sie hätten es einfach machen können. Sie hätten es einfach rein mitnehmen können. Ich verstehe es nicht so ganz. Warum nicht? Aber wie gesagt, das ist jetzt Meckern auf ganz hohem Niveau. Und jetzt, nach dem kurzen Vorgeschmack auf die Serie, starten wir mal ins wirkliche Recap. Seid gnädig mit mir, ist mein erstes Recap, also falls ihr Verbesserungsvorschläge habt, wie ich das besser machen kann, schreibt es gerne in die Kommentare. Ja, die Folge startet natürlich nicht wie im Spiel, was ich super geil fand. Und zwar geht es erstmal darauf, es wird gezeigt, ein Interview oder eine Dokumentation oder was weiß ich, von, ich habe das Jahr vergessen, 1900 batschig tot, wo da zwei Doktoren in der Talkshow sitzen und darüber reden, Infektionen, Viren und. Und da wird quasi auch schon foreshadowing-mäßig gezeigt, okay, alles ist scheißegal, Pilze sind das, was Schlimmes. Wird auch der Cordyceps das erste Mal erwähnt, was für mich so ein kleines Gänsehautgefühl gemacht hat, wo er diese verschiedenen Pilzsorten, sage ich mal, durchgeht. Und er dann den Cordyceps erwähnt hatte. Auf jeden Fall wird halt da gesagt, ja, und hier ist klar, es muss sich angepasst werden an die Temperaturen. Und wenn die Erde wärmer wird, Thema Erderwärmung in dem Moment, kann halt passieren, dass der Pilz sich anpasst und damit auch die Menschen gefährdet. Was ja dann natürlich passiert. Timeskip nach 2003 und wir erleben erstmals Joel mit seiner Tochter Sarah, wie auch im Spiel schon. Hier muss ich sagen, die grundlegende Geschichte von den beiden wurde quasi eins zu eins erzählt, wie im Spiel. Die Dynamik zwischen den beiden ist einfach genau die gleiche. Aber hier hat man natürlich auch schon dazu gegriffen, ein bisschen Story drumherum aufzubauen. Es gab so zwei, drei Szenen, wo ich so dachte, okay, ist das irgendwas, hat das was zu bedeuten mit Sarah? Aber was sich dann herausgestellt hat, nee, ist eigentlich doch irrelevant gewesen. Es war einfach nur Lückenfüller. Auf jeden Fall, Sarah geht in die Schule, irrelevant, lässt die Uhr vom Joel reparieren, was ganz cool ist. Und da war schon das erste Mal, okay, hier, wir schließen den Laden früher, bitte geh nach Hause, es ist hier ganz viel Polizei, Feuerwehr und. Man hat natürlich schon den ersten Verdacht, oh mein Gott, was ist da los? Dann geht Sarah zu ihren Nachbarn, um da Plätzchen zu packen und tatsächlich ihre Hausaufgaben zu machen. Und da gibt es, ich nenne es mal, die Oma, die im Rollstuhl sitzt und quasi nie redet. Ich weiß nicht, was genau sie in der Serie für eine Krankheit jetzt hat. Auf jeden Fall muss ich sagen, habe ich bis zu dem Moment gedacht, okay, klar, The Last of Us ist ein Horrorspiel, aber es ist für mich eher ein Action-Horrorspiel und nicht so ein wirklich Grusel-Horrorspiel. Bis zu dem Punkt, wo man quasi gesehen hat, dass diese Oma schon infiziert ist mit dem Cordyceps. Denn man sieht ganz im Hintergrund in einer Szene ganz unscharf, sage ich mal, wie sie quasi, ich würde jetzt mal sagen, vielleicht der Pilz Besitz übernimmt, was unfassbar creepy aussah. Und im ersten Moment war man so, okay, gleich kommt der erste Jumpscare. Gleich ist es soweit, gleich geht's hier los. Kam aber noch nicht so. Story geht weiter, Sarah geht nach Hause, Joel Geburtstag, Film gucken und dann kommt's los. Die Action geht los, Explosionen, Helikopter und. Die Welt ist in Panik und Sarah geht raus und trifft dann quasi die Nachbarin
und somit auch auf den ersten Zombie in der Serie, was ein anderer Blick, sag ich mal, war als jetzt im Spiel irgendwie. Und es war auch gut gemacht. Gehen wir ein bisschen weiter. Tommy, Joel und Sarah fliehen natürlich durch die Stadt. Der Unfall passiert und es kommt halt zu der traurigsten Szene mitunter in ganz The Last of Us. Und zwar halt die Szene mit Joel, Sarah im Arm und halt dem Militärarschloch, nenne ich es an der Stelle mal. Und ich muss sagen, das war für mich pure Gänsehaut. Die schauspielerische Leistung dieser Szene war einfach krass. Und ich hatte wirklich so, das war so ein... Ich wusste natürlich ja, was passiert. Ich kenne das Spiel. Ich wusste, was passiert. Aber das war für mich trotzdem wie so ein... So mein Herz hatte so einen Hüpfer gemacht, weil ich dachte, okay, das ist irgendwie doch krasser rübergebracht, als ich es eigentlich erwartet habe. Auch hier quasi mehr oder weniger 1:1 die Szene, wo Tommy quasi dann den Soldaten erschießt, nachdem er Sarah erschossen hat und Joel angeschossen hat. Was übrigens wesentlich besser gemacht ist als im Spiel, weil Joel hat hier einen Streifschuss. Im Spiel hat er ja gar nichts, meines Wissens nach. Der ist ja einfach null angeschossen, glaube ich. Und hier hat er halt den Streifschuss, wo er halt gemerkt hat, okay, hier wurde angeschossen. Okay, scheiße, aber Sarah hat dann die Kugel voll abbekommen. Aber diese ganze Szene, so wie Tommy dann nachher kommt mit dem Scharfschützengewehr und sie quasi dann Joel dann nochmal rettet, war im Prinzip 1:1 Copy-Paste aus dem Spiel, was halt auch super genial war. Ja, es kommt, wie es kommen muss. Sarah stirbt, Joel ist sehr traurig und wir springen 20 Jahre in die Zukunft. Und wir bekommen was zu sehen, was ich irgendwie sehr, sehr cool fand. Und zwar, wir sehen als erstes ein kleines Kind, einen kleinen Jungen, glaube ich. Und ja, der streift allein durch die Gegend und kommt dann nach Boston zu der abgeriegelten Stadt und wird dann halt da hingeholt. Und wir sehen quasi das erste Mal, wie knallhart bzw. wie sicher die Leute da leben müssen. Der Junge sitzt da, er wird festgekettet, er wird getestet, geprüft und hat einen Kratzer oder irgendeine Wunde am Bein. Und ja, sie machen dann so einen Test. Halten das irgendwie, kriegt, was weiß ich, Blut abgenommen, irgendwie sowas und es zeigt an, er ist infiziert. Und dann wird trotzdem noch gezeigt, ja hier, ne, wir machen, du kriegst ein bisschen Medizin, so auf nette Welt halt gemacht, obwohl sie ihm in dem Moment wahrscheinlich, nehme ich jetzt an, einfach die Todesspritze gegeben haben. Dann sehen wir, wie die Leichen quasi verbrannt werden von den Bürgern der Stadt, sage ich mal, als Arbeit, um halt an die Essenskarten zu kommen. Und da bekommen wir dann noch das erste Mal Joel nach den 20 vergangenen Jahren zu sehen, in dem quasi seine Helferin sagt, hier, nee, ich kann das nicht, weil halt besagt der Junge vom Staat dort tot liegt und verbrannt werden soll. Und wir bekommen quasi back-to-back eine emotionale Joel zu sehen, der aber halt im Gegensatz zu Sarah im Arm hält, wo er traurig war, diesen toten Jungen im Arm hält, aber komplett emotionslos dabei war. Man sieht halt, wie Joel sich über die Zeit verändert hat. Dann geht's weiter. Joel lässt hier macht ein paar Geschäfte mit verschiedenen Leuten. Wir sehen eine Hinrichtung, was ich auch sehr interessant fand. Ich bin mir nicht sicher, korrigiert mich, falls ich falsch liege. Im Spiel gab es sowas jetzt nicht zu sehen. Fand ich auch sehr stark, weil es halt auch nochmal gezeigt hat, okay, die Gesetze der alten Welt sind wirklich hier komplett außer Kraft. Und hier ist das Gesetz von dieser Militäreinheit. Und ja, es werden halt einfach da drei Leute zum Tode verurteilt, am Galgen halt gehangen. Das sieht man jetzt nicht, aber man weiß halt, dass es passiert. Und wir sehen halt, was Joel auf jeden Fall in dieser Stadt quasi macht. Er ist der Dealer des Vertrauens. Er besorgt halt alle Sachen, mögliche Sachen, die er dann für Essenskarten quasi eintauscht. Aber wir bekommen auch direkt gezeigt, Joel möchte weg. Er möchte Tommy suchen, denn Tommy hat sich seit ein paar Wochen, Monaten nicht mehr bei ihm gemeldet über Funk, was auch sehr cool gemacht ist, weil halt da so ein Typ sitzt, der da am Funken ist mit allen Leuten. Und Joel möchte ihn halt suchen. Dafür braucht er einen Truck, Batterie und da geht es halt um den ersten Deal mit Robert. Und Robert war auch so jemand, der wurde, finde ich, ein bisschen zu schnell abgeklappert. Das war wirklich, Robert ist da. Die Action mit Tess, nächste Szene mit Robert, Robert ist schon tot. Da hätten sie es ein bisschen mehr wie im Spiel machen können, finde ich persönlich. Auf jeden Fall, Tess und Joel, ne, reden, wie sie da abhauen, was sie machen und wollen Robert den Arsch aufreißen. Zeitgleich bekommen wir das erste Mal Ellie zu sehen, die angekettet an einer Heizung in dem Unterstupf der Fireflies sitzt. Und ich weiß nicht, was genau sie da machen, vielleicht wisst ihr es, aber sie wird ja dazu aufgefordert, langsam und deutlich von 1 bis 10 zu zählen, was sie nicht macht, mit einem unfassbaren coolen Move, den ich tatsächlich nicht erwartet habe. Und sie soll ihren linken Arm ausstrecken und ihren Namen sagen. Ich weiß nicht, was das für ein Test war. Ich verstehe es wirklich nicht. Aber es war irgendwie eine coole Szene, um Ellie zu introducen. Dann bekommen wir auch das erste Mal Marlene zu sehen, die dann quasi uns als Zuschauer indirekt mitteilt, okay, Ellie ist wichtig. Und das ist die Hauptmission der Fireflies. Dafür steht jetzt gerade alles hier und steht und fällt mit Ellie. Und dann sind wir in der Szene, wo sich quasi Tess und Joel aus dem Staub machen wollten und durch verschiedene Unterschlupfe zu ihrem Auto und Truck wollten, halt um die Batterie von Robert zu holen, der dann
die Batterie dann für das Auto, ihr versteht, was ich meine. Und es ist halt komisch, weil, naja, irgendwie sind alle tot auf einmal und irgendwas war da los und Robert ist halt tot und die Batterie ist aber auch hin. Und Joel und Tess gehen um die Ecke und was ist da? Marlene und sie sind alle verletzt. Ihre Freundin Kim hieß sie. Der fehlt ein Ohr, was ich lustig fand, weil ich es nicht bemerkt habe, bis es erwähnt wurde. Vielleicht wurde es auch einfach nicht gezeigt bis in dem Moment. Und ja, Ellie versucht, Joel mit dem Messer anzugreifen und wird quasi von ihm komplett gegen die Wand gejietet. Was einfach unfassbar lustig war. Auch die Dynamik direkt von Anfang an, wie Joel sich auf ihr Messer stellt, weil sie es sich greifen will und sie dann wieder sagt, gib mir mein Messer und er es dann die ganze Zeit festhält. Unfassbar lustig, die Dynamik direkt von Anfang an, die sie anfangs haben, war ja eher eine schlechte Dynamik im Sinne von, okay, sie haben so lange miteinander zusammengearbeitet, wie es musste und danach nach mir die Sinnflut. Aber es war auch direkt von Anfang an perfekt getroffen. Und auch wie im Spiel soll dann Joel und Tess Ellie zu einem anderen Stützpunkt der Fireflies bringen. Und das machen sie dann auch und begeben sich quasi auf ihre lange Reise durchs Ödland. Und beim Ausbruch aus der Stadt kommen sie dann dem Militärtypen, mit dem Joel vorhin einen Deal gemacht hatte oder ein Geschäft, begegnen sie dem und der will sie halt natürlich festnehmen, weil es sein Job ist. Und Ellie wird getestet und Ellie weiß natürlich, sie wurde ja infiziert, ist zwar noch nicht mutiert, aber infiziert und dieser Test hätte es natürlich gezeigt. Dementsprechend haut sie ihm einfach mal mit ihrem Messer schön ins Bein. Und die Szene, die darauf folgt, war so cool und krass gemacht und ich hoffe, dass wir ähnliche Szenen öfter sehen. Weil sie zeigen, wieso Joel so reagiert, wie er reagiert. Dieser Militärtyp steht genauso mit Taschenlampe und Gewehr vor Joel, wie der vor 20 Jahren vor Joel und Sarah stand. Und auf einmal war bei Joel der Schalter umgelegt und der war im mehr oder weniger Berserker-Mode, hat ihm da die Fresse dermaßen poliert. Ellie hat das mit zugesehen. Und das war ein so krasser emotionaler Moment halt, weil es einfach genau dieses wiedergespiegelt hat, was er halt damals nicht vermeiden konnte, nämlich dass halt jemand verletzt wird. Und das war einfach unfassbar brutal. Und wenn ich schon gesehen habe, wie krass das gemacht war oder wie krass diese Brutalität in dem Fall dargestellt wurde, freue ich mich jetzt schon auf die Szene, ich weiß gar nicht, wen sie da genau, aber wo Ellie da mit der Machete oder der Axt auf diesen einen Typen da, also zumindest im Spiel, eindrischt und immer weiter und immer weiter. Ich hoffe, dass sie diese Szene genau so in dieser Serie wiedergeben. Ja, und dann sieht natürlich Tess, dass Ellie infiziert ist. Ellie zeigt ihren Biss, ihre Wunde, ihre Infektionsstelle und sagt, hier, es habe ich schon länger, ich wäre schon längst mutiert, ist das was, warum ich so wichtig bin. Und Joel hat mehr oder weniger Pfeifen auf den Ohren und es fadet aus und die erste Folge ist damit zu Ende. Und für mich hinterlässt sie direkt Gänsehaut und Bock auf eine weitere Folge. Ich kann es jetzt schon kaum erwarten, die nächste zu sehen. Ich bin richtig, richtig gehypt auf die Serie. Ja, und das war mein Recap zur Folge. Also, was soll ich sagen? Also, die Folge war einfach bombastisch. Ich bin jetzt schon so maximal gehypt auf die nächste. Wie ich schon gesagt, es ist eine Serie, die Fans der The Last of Us Serie Reihe absolut abholt, indem sie sagt: Okay, hier, ihr habt ganz viel aus den Spielen, was ich euch zeige. Aber auch Fans, die oder auch Zuschauer, die keine Ahnung haben, was das ist, werden abgeholt. Es ist nichts, was, also es wurde bis jetzt in der Serie nichts gesagt oder getan, was ein Zuschauer ohne dieses Wissen vom Spiel irgendwie nicht erklärt bekommen hat. Klar, wir als Leute, die das Spiel vielleicht schon gespielt haben oder zumindest gesehen haben, wissen natürlich, wie es ausgeht, was passiert. Aber trotzdem, wenn man da mit dem Blick rangeht, dass man es nicht kennt, ist einfach göttlich perfekt gelöst. Ja, und jetzt seid aber nochmal ihr gefragt. Habt ihr die Serie gesehen? Wie findet ihr die Serie? Habt ihr euch auch schon so auf die Serie gefreut wie ich? Und wie fandet ihr mein erstes Recap zu irgendeiner Serie? Denn wie gesagt, das war jetzt mein erstes Mal hier in der Form. Wie gesagt, schreibt mir bitte in die Kommentare, was ich besser machen soll, ob ich irgendwie vielleicht noch mehr ins Detail gehen soll, nicht so krass ins Detail gehen soll. Schreibt es mir gerne in die Kommentare. Ich werde das auf jeden Fall die Vorschläge annehmen, weil ja, es wird jetzt auf jeden Fall öfter ein Recap, also zu jeder Folge mache ich jetzt ein Recap, heißt, ihr seht jetzt auch die nächste Zeit, in der die Serie läuft, jedenfalls mindestens 3 Videos die Woche, vielleicht sogar dann noch mehr, wie ich es ja schon erwähnt habe, weil ich will ein bisschen mehr meine Videos loswerden, in Anführungsstrichen, und weil ich momentan sehr viel in Produktion habe. Ja, und falls ihr das nächste Recap oder auch andere Videos von mir nicht verpassen wollt, dann checkt doch gerne den Kanal aus, ihr könnt ihn auch gerne natürlich abonnieren. Würde mich auf jeden Fall freuen, wenn ihr beim nächsten Mal wieder dabei seid, dann, wenn ich dann wieder auf derselben alten Couch hier sitze. Ihr wisst Bescheid. Und ich sag mal so, ich will jetzt nicht länger um den heißen Brei rumreden. Wir sehen uns dann im nächsten Video hoffentlich. Und bis dahin bin ich raus. Ciao.